Der Arzt. So, und dann stellen wir uns nochmal ein paar Ärzte ein, weil sind ein paar wenig Ärzte. Einstellen. Einstellen. Und vielleicht nochmal ein paar Abrechnung. Junge, ich hätte dir noch mehr gegeben. Wenn ich gekonnt hätte. Undankbares Volk, ey. Frechheit. Unseren finanziellen Mitteln gehen zu. Noch mehr Diagnosezimmer hinbauen. So, die muss in Pause gehen. Pause einlegen können irgendwie. Jetzt weiterbilden. Kann man auch machen. Instandsetzung. Oh, das Ding ist am Qualm. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Kann auch austreffen. So, warte mal. So, nächsten Kredit erstattet. Wunderbar. Ja, Verlust kommt, Verlust geht. Ach so, haben wir hier gar keine Toiletten? Echt nicht? Warum nicht? Jetzt können wir eh keine Toiletten bauen. Wir haben keine Kohle mehr. Den noch nach Hause schicken? Nee, leider dann nicht mehr. Der über eines der örtlichen Krankenhäuser hinwegzieht. Das wird ganz schön Probleme für die dortige. Jetzt weiterbilden. Jo, Instandhaltungssetzungsgedönse. Kurs starten. Ja gut, wir brauchen hier schon eine bessere Toiletten. Wo haben wir denn hier? Warte mal. Oder warte mal. Kann ich das noch verschieben? Ja, ne? Ja. Öffentlichkeitsarbeit auch super zufrieden mit. So, warte mal. Ich würde jetzt gerne nochmal hier so eine Ausbildung machen oder jemanden ausbilden lassen zum Genetiker. Ja. Oh. Wir stellen uns vielleicht noch irgendwie eine ganz billige Arbeitskraft ein. So. Dann kann er losgehen. Oh nein, es kommt schon wieder eine. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Preisverleihung, Preisverleihung.